Das Auto hat Zukunft. Das Auto der Zukunft soll noch schneller, noch sicherer, noch bequemer sein. Deshalb aber wird es nicht mehr allein mit den herkömmlichen Mitteln gebaut werden können. Um menschliche Unzulänglichkeiten auszuschalten, werden sich jahrzehntelange Erfahrungen im Automobilbau verbinden müssen mit den Möglichkeiten moderner Datenverarbeitung. Werden sich, wie in der Raumfahrt, auch hier Konstruktion und Material einer unbestechlichen Kontrolle unterziehen müssen. Denn auch am Auto der Zukunft baut der Computer mit. Dieser Wagen heißt C111. Bei seiner Entwicklung war gefordert, ein Sportwagen, Höhe nicht über 1,10 Meter, Radstand 2,62 Meter, Spurweite vorn 1,44 Meter, hinten 1,37 Meter, Wankelmotor in der Mitte, Geschwindigkeit über 260 Kilometer pro Stunde. Seine Konstruktion sollte zukunftsweisend, seine Entwicklungszeit wesentlich kürzer als bisher üblich sein. Hier war mit herkömmlicher Erfahrung allein nur schwer etwas zu machen. Denn um ein solches Fahrzeug, für das es wenig Erfahrungswerte gibt, zu berechnen, würden 20 der besten Ingenieure vielleicht noch in 500 Jahren an der Arbeit sein. Deshalb wurden mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung zum ersten Mal völlig neue Wege beschritten. Dieser Wagen verdankt seine Entstehung einem Verfahren, das im Automobilbau bisher einzigartig auf der Welt ist. In knapp 4 Monaten wurde er von A bis Z durchgerechnet. Die praktischen Versuche blieben ausschließlich auf das Endstadium beschränkt. Das gesteckte Ziel wurde erreicht. Größte Stabilität bei geringem Gewicht. Ein Auto der Zukunft, berechnet auf einem IBM-Computer mit ESIM. Dann ist ESIM wohl ein sehr berühmter Mann. ESIM ist eine Elastostatik-Elementmethode, bei der komplizierte Strukturen durch mathematisch fassbare kleine Elemente über Verträglichkeitsgleichungen und Gleichgewichtsgleichungen in ein lineares Gleichungssystem überführt werden. Ich habe kein Wort verstanden. Das ist mir zu hoch. Sagen wir es verständlicher. Welcher Autofahrer ärgert sich nicht, wenn sein Fahrzeug auf holprigen Straßen quietscht, dröhnt und klappert? Doch jedes in Fahrt befindliche Auto ist ständig Erschütterungen unterworfen. Jede Bodenwelle, jede Kurve, jede Beschleunigung, jeder Bremsvorgang stellen Belastungen dar, die enorme Spannungen erzeugen. Vom Grad der Stabilität aller Teile wird es abhängen, welchen Beanspruchungen der Wagen standhalten kann. Dabei sind natürlich auch kritische Situationen nicht ausgenommen. Stabilität aber bedeutet, stark wo nötig, schwach wo möglich. Nicht zu leicht und nicht zu schwer. Zum Vergleich ein Bogen. In der Mitte muss er die stärkste Belastung aushalten. Dort ist er am dicksten. An den Enden ist er dünner, weil dort die Belastung geringer ist und größere Elastizität verlangt wird. Ein Bogen, der steif und dennoch elastisch ist, wird zuverlässiger und weiter schießen als einer, der diese Voraussetzungen nicht erfüllt. Elastizität und Steife an den richtigen Stellen ergeben also, in Verbindung mit dem zweckmäßigen Gewicht, den höchsten Effekt. Dieser höchste Effekt soll natürlich auch bei der Konstruktion eines Autos erreicht werden. Wie du sicher weißt, setzt sich eine Autokarosserie aus Stäben und Flächen zusammen. Soll sie stabil werden, so muss die Stärke der Teile nach ihrer Beanspruchung genau aufeinander abgestimmt werden. Man muss also jedes einzelne Teil genau berechnen. Dazu teilt man zunächst einmal die vorgesehene Form ein in Stabelemente, die aus Dreiecken, Rechtecken und Quadraten bestehen. Um sich auch später noch in dem, was wie ein Gitter aussieht, zurechtzufinden, werden die Schnittpunkte der Linien, also die Stellen, an denen Stäbe oder Flächen aufeinandertreffen, nummeriert. In der Originalzeichnung erhält man so ein Bezugssystem aus X, Y und Z-Koordinaten. Will man nun zum Beispiel eine solche Rahmenkonstruktion elektronisch berechnen, so müssen die zeichnerischen Werte zunächst auf Lochkarten übertragen werden. Dies geschieht mit dem sogenannten Digitalisierungsgerät, an das ein Kartenlocher angeschlossen ist. Die durchnummerierte Zeichnung auf dem Tisch wird vom Fühler des Gerätes abgetastet. Durch Druck auf einen Fußschalter werden Koordinaten und Nummern jedes Punktes in Lochkarten eingestanzt.
Aus den Lochkarten entnimmt nun der elektronische Kartenleser die Daten und gibt sie weiter an den Computer, der sie auf einem Magnetband speichert. Und nun beginnt der automatische Ablauf des ESIM-Verfahrens. Vorher aber muss noch überprüft werden, ob beim Stanzen der Lochkarten kein Fehler unterlaufen ist. Das kann sowohl durch den Computer selbst, als auch durch einen elektronischen Zeichner, Plotter genannt, als auch über einen Bildschirm geschehen. Zunächst der Computer. Er hat einen Fehler gefunden. Dieser Fehler ist mit einer Zahl gekennzeichnet worden, die man in der Fehlerliste wiederfindet. Dort kann ihre Bedeutung abgelesen werden. Eine Karte war falsch gelocht worden und muss korrigiert werden. Der Computer speichert sofort die neuen Zahlen auf dem Magnetband. Nun wird die Prüfung auf dem Bildschirm fortgesetzt. Hier erscheint auf Abruf die Wiedergabe der Zeichnung. Es lassen sich Seiten oder Grundrisse auswählen, je nachdem, welche Perspektive man zur Kontrolle wünscht. Hier erkennt der Beobachter, dass ein Knotenpunkt falsch liegt und korrigiert ihn mit dem Lichtstift. Er verändert die Knotenpunktzahl 138 in 118. Auch diese Korrektur überträgt sich wieder automatisch auf das Magnetband des Computers. Eine letzte Kontrolle schließlich kann darin bestehen, dass man die Informationen des Magnetbandes zurückgibt an den automatischen Zeichner, den Plotter. Wenn das, was er nun zeichnet, mit der ursprünglichen Zeichnung übereinstimmt und endgültig alle Abweichungen berichtigt sind, dann beginnt die zweite und aufregendere Phase des ESIM-Verfahrens. Denn nun soll der Computer ermitteln, welchen Belastungen die einzelnen Flächen und Stäbe der Karosserie ausgesetzt sind. Er soll die Wirkung von Verdrehungen, Verbiegungen oder einseitigen Belastungen untersuchen und daraus Hinweise für die eventuelle Abschwächung oder Verstärkung der einzelnen Bauelemente geben. Doch dazu benötigt er neben den ihm schon bekannten Informationen über Umrisse nun auch Angaben über Querschnitte und Material. Diese Daten werden ebenfalls auf Lochkarten übertragen und auf dem Magnetband gespeichert. Das Bild wird nun allmählich plastisch. Erneute Kontrolle und wenn nötig Korrektur. Ohne das ESIM-Verfahren hätte zu diesem Zeitpunkt schon ein Versuchsmodell fertig sein müssen, an dem in mühseliger Arbeit die Reaktionen auf bestimmte Belastungen ermittelt worden wären. Der Computer bringt die Lösung in 8 Minuten. Er gibt die Verformungswerte aus und zeigt durch Sterne an, welche Flächen oder Träger wichtig und welche weniger wichtig sind. Je mehr Sterne, desto höher die Beanspruchung. Diese Biegelinie zum Beispiel wäre das Ergebnis langer praktischer Versuche gewesen. ESIM ermittelt sie in einem kurzen Rechenprozess. Was sonst in vielen langwierigen Versuchen auf der Rüttelstrecke ermittelt werden musste, zeigt der Computer auf dem Bildschirm lange bevor das Auto gebaut worden ist. Nur aufgrund der ihm übermittelten Zahlen vermag er sichtbar das Schwingungsverhalten darzustellen. Auf diese Weise mit Unterlagen ausgestattet, können nun die Konstrukteure ein Modell entwerfen, das den errechneten Werten entspricht und den gestellten Anforderungen gerecht wird. Dann erfolgt die Auseinandersetzung zwischen Technik und Ästhetik. Denn nun müssen Konstrukteure und Stilisten gemeinsam die beste Lösung finden. Vieles wird noch geändert und manches getestet werden müssen. Doch schließlich entsteht in der Werkstatt die erste Karosserie. Und siehst du, was auf dem Magnetband noch Zahlen und Zeichen waren, ist hier Wirklichkeit geworden. Tolle Sache. Ein Auto ist geboren. Die ersten Fahrversuche beweisen, dass ein neues Entwicklungsverfahren die alten bewährten Methoden ergänzt. Eine neue Generation von Automobilbauern entwickelt Methoden, die das sportliche Ziel schneller, weiter, höher im übertragenen Sinne auch im technischen und industriellen Bereich verwirklichen werden. Tradition und Fortschritt sind keine Gegensätze. Auf das Miteinander kommt es an.